Hertha BSC ist mit einem Startrekord vorübergehend an die Spitze der Bundesliga gestürmt. Die Berliner gewannen das rasante Verfolgerduell gegen die bis dahin ebenfalls ungeschlagene Borussia aus Mönchengladbach 4:2, 2:1 und stellten mit 10 Punkten aus den ersten 4 Spielen einen klubeigenen Startrekord auf. Der Lohn, Tabellenplatz 1 vor Meister Bayern München, der im Spätspiel am Samstag bei Schalke 04 aber wieder an der Hertha vorbeiziehen kann. Thorgan Hazard hatte Gladbach mit einem verwandelten Foulelfmeter, 29. zwar in Führung gebracht, doch Kapitän Vedat Ibišević, 31. und 63. Valentino Lazaro, 34. und Andrei Duda, 74. drehten mit ihren Toren die Partie zugunsten der Berliner. Alassane Plea gelang nur noch der zwischenzeitliche 2:3 Anschlusstreffer, 67. für die Fohlen. Der Hertha-Sieg vor rund 51.852 Zuschauern, darunter Bundestrainer Joachim Löw, war verdient. Die seit dem 24. Februar auswärts sieglosen Gladbacher taten vor allem offensiv zu wenig. Gladbach geht durch Hazard bei Hertha in Führung. Beide Teams erwischten einen guten Start. Nach 3 Minuten nahte Hazard fast die komplette Berliner Hintermannschaft, sein Schuss verfehlte aber knapp das Tor. Eine Minute später hätte Herthas Spielmacher Andrei Duda das 1:0 machen müssen, doch der Slowake köpfte nach einer Flanke des sehr auffälligen Javai Rodirus un aus einem Meter über das Tor. Danach gab es etwas Leerlauf. Erst als Hertha-Angreifer Salomon Kalou in der 23. Minute im 5-Meter-Raum den Ball um eine Fußspitze verpasste, kam wieder Schwung in die Partie. Berliner taten dominanter auf Gladbach, tat sich schwer, bis in den gegnerischen Strafraum zu kommen. Umso überraschender war die 1:0-Führung durch Hazard per Foulelfmeter. Vorausgegangen war ein leichter Schubser von Niklas Stark gegen Fabian Johnson. Duda trifft zum 4. Mal im 4. Spiel, doch die Hertha erholte sich schnell von dem Schock und drehte das Ergebnis noch vor der Halbzeit mit einem Doppelschlag durch Ibišević und Lazaro. Marco Grujic hatte sogar noch 2 Großchancen, 36. und 37. zum schnellen 3:1. Gladbachs Trainer Hecking reagierte und brachte zur zweiten Halbzeit in Florian Neuhaus und Patrick Herrmann 2 neue Spieler. Die Gäste spielten fortan zwar etwas druckvoller, doch Berlin verteidigte geschickt und suchte auch immer wieder selbst den Weg nach vorne. Nach einem Konter über Kalou, der mustergültig Torschütze Ibišević bediente, fiel das 3:1. Nach dem Anschlusstreffer durch Plea schöpften die Fohlen nochmal Hoffnung, doch die machte Duda mit seinem Tor zum 4:2 schnell zunichte. Die Daten des Spiels: Hertha BSC gegen Borussia Mönchengladbach, Tore 0:1 Hazard, 29. Foulelfmeter, 1:1 Ibišević, 30. 2:1 Lazaro, 34. 3:1 Ibišević, 63. 3:2 Plea, 67. 4:2 Duda, 73. Hertha BSC, Borussia Mönchengladbach. Die Reaktionen der Trainer Pal Dardai: Trainer Hertha BSC, Kompliment an meine Mann. Wir wollten das heute spielerisch lösen, mit viel Ballbesitz. Das ist uns gut gelungen. Die Mischung passt bei uns. Nach dem Ende habe ich zum Manager gesagt, das war heute Spaß. Dieter Hecking, Trainer Borussia Mönchengladbach: Die Fans haben heute ein gutes Spiel gesehen mit einem verdienten Sieger. Hertha hat unser inkonsequentes Defensivverhalten mehr als nur einmal bestraft. Punkt. Wir gehen zwar in Führung, aber dann darf man innerhalb von 4 Minuten keine 2 Gegentore nach demselben Schema bekommen.